Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Neverwinter. Wir haben das letzte Mal drei Ork-Anführer platt gemacht. Und heute machen wir natürlich weiter. Wir haben drei neue Quests. Und wir können uns sozusagen aussuchen, was wir machen. Wir fangen natürlich von vorne an. Dieses Anfassen. Gibt's hier keine Sparausgabe? Okay. Die drängendsten Probleme in der Stadt scheinen vorerst unter Kontrolle zu sein, aber aus dem Umland dringt immer wieder vielerlei wildes Gerücht zu uns durch. Gerade Abenteurer wie auch ihr einer seid, haben oft die wildesten Geschichten parat. Am besten lassen sich Geschichten in den Gasthäusern und Tavernen der Stadt auf. Am besten lassen sich aufzuschnappen. Da ist aber ein Fehler drin. Am besten lassen sich Geschichten in den Gasthäusern und Tavernen der Stadt aufschnappen. Das Zu ist zu viel. Doch auch an so manchen gemütlichem Lagerfeuer machen wilde Räuberpistolen die Runde. Der Haffner hier am Feuer ist da ein gutes Beispiel. Findet heraus, was er für Geschichten zu erzählen hat. Okay. Bis später. Hallöchen. Haffner. Ich habe mitbekommen, wie ihr mit Galen gesprochen habt und ich kann er gleich rum erzählen. Alter, warte mal kurz. Will mich da einer verarschen? Ne, die kämpfen nicht. Okay. Nein, nicht so. Scheiße. Da. Ich drücke immer R, weil bei Cube World ist R mit interagieren. Ich habe mitbekommen, wie ihr mit Galen gesprochen habt und ich habe Informationen, die für euch wichtig sein könnten. Als Abgesandter der Harfner. Ist das Volk oder so? Volk ist Elf oder? Oder ist das. Naja, keine Ahnung, was das ist. Als Abgesandter der Harfner handle ich mit Informationen und speziell Gerüchten. Ihr solltet euch ein paar Gerüchte meiner Wahl anhören und dann einem für mich nachgehen. Ich höre so viele Geschichten, dass ich sie niemals alle bestätigen könnte. Wer weiß, vielleicht ist ja auch etwas von Interesse für euch dabei. Okay. Erzählen wir mehr darüber. Ich kenne mich mit vielen Berichten vom Schlachtfeld gut aus. Abenteurer reden viel und gern, wenn sie um ein Lagerfeuer herumsitzen. Meine Gerüchte sind aktuell und stammen von Abenteurern wie euch. Ich weiß mehr, als ich imstande bin zu erzählen. Okay. Ach, das ist ja genau, das hatten wir ja schon mit der Typ mit den Gerüchten. Die sind eine Geschichte, die Viertel gehört. Gibt es dann auch irgendwelche Belohnungen oder so? Durchschnittliche Dauer 50 Minuten, Alter! Ne, die Freunde, das machen wir nicht. Machen wir vielleicht später. Alter, wer ist denn. What the fuck? Level 60. Ja, gut, Level 60, das kann ich mir schon vorstellen, dass der eine Truhe bei sich hat. Okay. Aber wir machen weiter mal weiter hier. Von der Protectors Enclave ist eine Nachricht eingetroffen. Feldwebel Nox fordert erneut eure Hilfe an. Kehrt in die Protectors Enclave zurück und sprecht mit Nox bei der Halle der Gerechtigkeit. Okay. Dann müssen wir jetzt also bis zur Protectors Enclave zurücklaufen. Ihr habt dem Stamm der Vielpfeile schwere Schläge versetzt. Ohne die Hordenanführer und Groomsch-Beschützer steht uns nur noch die Kommandantin der Orks selbst im Weg, Vancy Blatzgar. Sie ist eine boshafte Orkin mit einer mächtigen Pestnarbe, die ihr merkwürdige Kräfte verleiht. Sammelt eure Gefährten um euch. Nur gemeinsam könnt ihr es mit der Ork-Kommandantin aufnehmen. Aha, nur gemeinsam. Naja, aber wir haben ja schon eine Quest. Boah, kann ich hier nicht. Muss ich jetzt ernsthaft bis zu dem Tor da zurücklaufen? Ist das hier auch ein Tor? Nee, das ist der Turm. Ich muss jetzt ernsthaft bis zu dem Tor zurücklaufen. Leck mich am Arsch. Ich glaube, ich mache hier jetzt mal einen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder bei der Protectors Enclave. So, und da wären wir beim Herrn Nox. Aber bevor wir das machen, verteilen wir natürlich noch ein paar Kräfte. Natürlich habe ich komplett vergessen hier beim Levelaufstieg. So, ich würde mal sagen, wir machen Mut. Dann bekommen wir plus 4% Robustheit und plus 10% Renngeschwindigkeit. Oder Entschlossenheit. Das ist die Frage, was halt Entschlossenheit wirklich bringt. Mhm.
Ne, ich mach schon den hier. Ich mach einen auf Mut. Ne? Okay. Das hätten wir. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Scheint nicht so, oder? Ne, haben wir nicht. Okay, dann. Hallo, Herr Nox. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Ach, du Scheiße. Wir haben einige Aufgaben. Habt ihr die Orks im Turmviertel gut überstanden? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir nochmal zur Hand gehen könntet. Diesmal bei einem nicht ganz so abwegigen Problem. Abwegigen? Da steht abgelegenem. Naja. Okay, schließen wir mal die Quest ab und ein wahrer Experte. Als Abenteurer habt ihr Neverwinter bereits sehr geholfen. Aber habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, Zeit und Geld in einen Beruf zu investieren? In der Stadt ist immer noch viel Bedarf an Aufbauarbeiten. Je mehr erfahrene Handwerker bei dem Prozess helfen, umso besser. Sollte ich euer Interesse geweckt haben, sprecht mit dem Tari Printhal. Sie ist Berufsmaterialienhändler und kann euch sicher beim Einstieg helfen. Okay. Wo ist denn die Gute? Dann wollen wir mal zu der hingehen, weil das mit diesen Berufsmaterialien, das interessiert mich eh schon. Ach du Scheiße, da unten. Eine ganze Zeit. Also von daher ist es schön, dass das so ins Spiel eingebaut wurde. Und sich das nicht selbst erschließen muss. Adlige von Neverwinter. So, abkürzen, wo es geht, ne? Bloß nicht zu viel rennen. So, ich habe übrigens auch einen Talentpunkt auf, oh Gott, wo öffne ich denn das Menü nochmal? Ist das O? Ja, das ist O. Ne, das ist nicht O. Scheiße. P ist es. P ist es, hey! Ah ne, steht auch hier oben, oder? Steht das da oben? Ne, P steht gar nicht drauf. Ne, P steht gar nicht drauf, aber trotzdem ist es P. Ich habe hier bei Talent habe ich auch einen Punkt auf schneller Läufer jetzt gepackt. Damit wir hier ein bisschen vorankommen. Ne? Hallöchen. Nein, na, scheiße, ich will auf R geht. Benötigt ihr etwas? Feldwebel Nox sagte mir schon, dass ihr wahrscheinlich kommen würdet. Mit Berufen lassen sich Materialien sammeln und Gegenstände herstellen, die es anderswo nicht gibt. Für manche Aktivitäten werden jedoch Werkmaterialien von außerhalb benötigt. Dort komme dann wortwörtlich ich ins Spiel. Ich kann euch mit den gängigsten Werkmaterialien versorgen, die ihr für den jeweiligen Beruf benötigt. Aber ich bin schon wieder drei Schritte zu weit. Zunächst solltet ihr euch einige Gehilfen zulegen. Damit ihr mit dem Beruf loslegen könnt, müsst ihr ein paar Versorgungsgüter kaufen. Ich bin mir sicher, dass unsere geschäftliche Gemeinschaft sehr erträglich sein wird. Okay. Schließen wir mal die Quest ab. Gegenstände erhalten, aha. Muss ich jetzt was kaufen? Drücken Sie N, um das Berufsmenü zu öffnen. Okay. Was kann ich jetzt machen? Nein, nicht F. Laden. Ja. Ja, die hat mir jetzt eigentlich nichts gesagt. Oder? Die hat mir doch jetzt im Prinzip eigentlich nichts gesagt. Ich brauche Gehilfen. Übersicht. Aufgaben. Juwelenschleif. Oh. Poliere. Release-Erfahrung. Poliere. Plattenschmied. Der wäre natürlich auch gut. Machen wir den mal. Brauche ich hierfür irgendwas? Anscheinend nicht. So. Ergebnis annehmen. Erlohnung erhalten. Aha, jetzt habe ich verfügbare Ressourcen, einen Handwerker. Und, ach nee, halt, das wollte ich nicht. Ich brauche Plattenschmied. Ah, da. Plattenschmiede. Was kann ich da jetzt herstellen? Eisenerz sammeln. Okay. Machen wir mal. Ach, 10 Minuten? Ich dachte 10 Sekunden. Okay, naja gut, okay. Ah, okay, also das habe ich jetzt so ziemlich ein bisschen kapiert. Wie das jetzt alles läuft hier.
Ich kann hier mal ganz schnell noch. Warte mal. Den. Und den. Und den verkaufen. Schaut's hiermit aus. Ja, auch weg. Der kann auch weg. Das Ding ist bloß Schmuck. Das Ding ist auch bloß Schmuck. So, das war's aber. Okay, damit werden wir da voll ausgerüstet. Voll gut ausgerüstet, ne? So, gehen wir mal wieder zu einem Feldwebel. Ne, Feldwebel Corin wollte ich nicht. Feldwebel Nox will ich. So. Ich sehe schon, die Folge wird nicht so ertragreich. Wo muss ich denn jetzt hin? Da muss ich. Wird nicht so ertragreich wie sonst. Wie die anderen. Aber da muss es ja auch mal geben. Ne? So, komm. Auch mit dir. Was wollt ihr denn jetzt hin? Ich muss da hoch. Da hinten ist doch der Nox. Oder? Ja, Feldwebel Nox. Komisch. Wo habe ich mir denn den Wegpunkt gesetzt? Naja. Ist ja auch wurscht. Hallöchen, Herr Nox. Ich habe fürchterliche Berichte vom Marktplatz der Sieben Sonnen erhalten. Die Kobolde sind in der Stadt los. Wir dürfen sie nicht außer Acht lassen, sonst werden wir sie nie wieder los. Die Kobolde haben den Marktstand von Great Wrathburn am helllichten Tage ausgeraubt. Sie konnten anschließend durch einen Kanalisationseingang verschwinden. Ich möchte, dass ihr die Spur dieser Kobolde aufnehmt und Graces gestohlenen Schmuck zurückholt. Okay. Machen wir. Bis später. Wo geht's lang? Da geht's lang. Da geht's lang. Wohin ist bloß die Frage? Da runter. Ah, okay, Kobold-Versteck. Haben wir dann da unten. Ist echt viel hin und her laufen, hey. Vor allem bloß mit begrenzter Ausdauer. Also in der Stadt, finde ich, hätten sie schon machen können, dass das irgendwie unbegrenzte Ausdauer ist. Weil also das ist ja... Man hat hier keinen Vorteil. Wenn man hier unbegrenzt rennen kann. Ich meine, man rennt hier bloß von einem Ort zum anderen. Man will hier keinem entfliehen oder so. So. Ab in die Kanalisation, wa? Aua! Kobolde. Ist jetzt was ganz was Neues für uns. Schauen wir mal, wie stark die sind. Okay. Also die Typen scheinen schon mal nicht so stark zu sein. So, einmal hier alle rein. Und tschüss. Ja gut, die waren ja jetzt auch bloß Level 10. Also der eine zumindest war Level 10 da. Die andere habe ich jetzt nicht beobachtet, was die für ein Level hatten. Na, das... Ah, Religionsfertigkeit. Oh Mann, ey. Ich wollte gerade sagen, es lohnt sich doch, wenn man hier alles erkundet, aber nein. Drückt dir das Spiel wieder die Faust in die Fresse. Ah, so. Na komm. Kommt her. Ja. Und tschüss. So. Na? Okay. Da oben geht's durch. Fallgitter ansehen. Ja, das muss ich wahrscheinlich hier mit auslösen. Oder hochziehen heute. Hallöchen. Meine Freunde. Na. Willst du nicht? Na. So, da, da. Alter, das war knapp. Das war krass knapp. Kann ich das hier? Nee, Naturfertigkeit. Scheißdreck.
Ich muss hier schauen, dass ich nicht auf so eine Falle trete. Oh nee, schon wieder. Boah, ich muss mal schauen, ob ich das umlegen kann irgendwann nach der Aufnahmesession. Boah. So, tschüss. Ich bin sofort. Ah, halt, ich habe ja hier Truhe. Was bist du denn für einer? Und was ist das? Was seid ihr denn für... Ach, Spinnen. Okay. Interessant. Dann kommt mal her. Okay. Das wär's. Ich frage... Aua. Ach so, da geht's nicht durch. Ich wollte gerade sagen, ich freue mich, wo es da hingeht. Da geht's hier. Ah, nee, da geht's nicht durch. Okay. Was ist hier los? Hier ist nix. So. Fallgitter entriegelt. Erstmal machen wir aber noch die Spinne hier weg. Die Grabspinne da. Und tschüss. Ah, da kommen noch welche. Wo kommen die denn jetzt her? Huch, nein. Alles natürlich mitnehmen. Da ist doch bestimmt irgendwo nur eine Falle. Okay. Und auf geht's. Weiter in die Katakomben hinunter. Ah, da ist ein Lagerfeuer. An dem wir uns heilen können. So, kommt mal alle schön her. Damit ich euch auch schön alle treffe. So. Keine Herausforderung. Okay, jetzt ist es kaputt. Jetzt haben wir es kaputt gemacht. Und wisst ihr, wen ich auch kaputt mache? Euch drei. Kann ich noch nicht durch, hä? Fallgitter woanders öffnen. Okay, komm mal her. Na, hallo, willst du mich? Ah, weg da. So. Ach, nee, doch, er ist tot. Ich dachte schon, ich hätte nicht gekillt. Nicht ganz. Na. Sammeln ein. Schön, aber ich schaue mich hier jetzt nochmal um. Und hier ist bestimmt noch irgendwas versteckt. Könnte ich drauf wetten. Ja, natürlich ist hier was mit Arcana. Oder so Fertigkeit. Der Typ. Oh Mann, Freunde. Oh, tschüss. Ach, hier ist noch einer. Ja, tschüss. Wenn ich den hier habe, Diebstahlfertigkeit. Töte das, bevor er das Eier legt. Im Fall hat es schon Eier gelegt. Ein Kupfer. Leck mich am Arsch, hat's das gebracht. Zum Glück habe ich auch noch mal das Ding aufgesammelt. Wenn ich das nicht gemacht hätte, leck mich am Arsch. Ich schon herben Verlust erlitten. Na? So. Das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich wollte, weil die Typen anscheinend Fernkämpfer sind. Scheiße, ich dachte, es wären Nahkämpfer. Oh je. Und hab dann einfach mal... bin einfach da reingerannt in der Hoffnung, dass sie mir hinterher rennen. Ah, halt, du bist noch gar nicht tot. Du bist noch nicht tot, ja. Komm her. Ah, das ist ein King. Das ist ein Boss-Gegner. Oh Gott.
Habe ich es gar nicht gemerkt. So. Das Ganze wäre abgeschlossen. Da hinten haben wir eine Kiste. Nehmen wir an. Ihr habt eine kleine Götzenschatulle drüber unter dem Fall. Aber es ist ziemlich runtergekommen. Sie sammeln schon mal Edelsteine, wo ihr fast herauskommt. Sie könnten noch einiges wert sein. Ihr erinnert euch, außerhalb des Marktplatzes der Sieben Sonnen, jetzt zum Kobold namens Rix gesehen zu haben. Er bot passenden Australier über einen Tausch für Artefakte wie diesen. Vielleicht kann ich euch. Okay. Interessant. Und wir holen uns unsere Belohnung. Ansonsten ist hier noch etwas. Religionsfeindlichkeit. Nein, sonst ist nichts mehr da. Also verpissen wir uns hier mal wieder raus. So, und jetzt geht's zurück zum Herrn Nox, oder was? Oder wie, oder wo, oder was? Ah, nee, wir müssen dem Typen wahrscheinlich sein Hab und Gut zurückbringen, wa? Bist du das? Meine Juwelen! Ihr habt sie gefunden! Ja. Das haben wir. Okay, wir haben, die Quest abgeschlossen, oder? Den Götz zu den zu Feldwebel Nox, zu Feldwebel Nox zurückkehren. Okay. Kehren wir mal zu Feldwebel Nox zurück. Jetzt zu dem mit dem Götz natürlich. Mein Gott, echt, was ist denn heute los? Dem Götz, Hallöchen, Rix. Es gibt Dinge, die erledigt werden müssen. Ah ja, diese Ikone war einst sehr wertvoll. Leider fehlen die kostbarsten Steine, so dass ich euch nichts dafür geben kann. Meine Herren, Wily Ilmarin ist jetzt die Besitzerin des wundersamen Basars. Sie ist sehr wählerisch bei dem, was ich für sie kaufen soll. Vielleicht kann sie euch ein Angebot machen. Okay. Wo geht's denn hin? Vielleicht kann sie uns ein Angebot haben, dem Händler finden wir so. Bazaar. Ach, das ist die Tür. Ah, das ist sie. Habt ihr Astraldiamanten im Angebot? Danke, dass ihr mir das zeigt. Rix hatte recht, als er euch nicht den vollen Preis zahlen wollte. Aber totaler Plunder ist es nicht. Hier, nehmt diese Identifikationsschrift als kleine Aufwandsentschädigung. Wenn ihr weitere Schriftrollen oder Verzauberungen benötigt, schaut einfach wieder in meinem Geschäft vorbei. Das machen wir, Mädel. Okay, und jetzt geht's auf zum Feldwebel Nox. Wo ist denn der? Der ist... Alter, wo ist denn... Ah, da ist es. Da hinten ist er. So. Ach, der hätte mich jetzt hier rumgelotst. Naja, ist im Endeffekt scheißegal. Der Weg ist der gleiche. So. Ich brauche Ausdauer. Wobei so ein Kettenhemd schon auch krass schwer ist, ne? Wobei, wir haben ja eigentlich Kraft. Ne? 22. Die 22 Stärke haben wir. Kraft weiß ich jetzt gar nicht. Hallöchen, Nox! Die Protectors Enclave braucht eure Arbeit. Neverwinter hat bereits genügend Probleme am Hals. Da brauchen wir keine Kobolde in den Kanälen. Apropos Probleme. Ich habe noch weitere Aufgaben für euch, wenn ihr Interesse habt. Natürlich haben wir das, aber wir schließen jetzt mal die Quest ab und haben Stufe 17 erreicht. Bis später. So, und damit verabschiede ich mich auch von euch für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.